das Ende eines Bankraubs, noch bevor er richtig begonnen hat. Über diesen Tunnel wollen mehrere Gangster diese Bank ausrauben. Eigentlich. Doch durch einen unfassbaren Zufall fliegt ihr spektakulärer Plan auf. Dabei sind die Täter schon kurz vor dem Ziel. Nach wochenlanger Schwerstarbeit müssen sie nur noch die Tresorwand durchbrechen. In Spenge, einem 15.000 Einwohnerort in NRW, hätte es beinahe einen unglaublichen Bankraub gegeben. Aus einem Umspannhäuschen auf einem Parkplatz neben dieser Volksbank haben Unbekannte einen 9 Meter langen Tunnel gegraben, mit Holzbohlen verkleidet. Den Sand haben sie mit Plastiksäcken weggetragen. Die Räuber sind bereits an der Gebäudewand, sie sind kurz vor dem Ziel, doch dann passiert Unglaubliches. Der Tunnel führt direkt unterhalb der Parkplatzzufahrt entlang, dabei hat sich an manchen Stellen der Boden gelockert. Einige Pflastersteine sinken ein paar Zentimeter ab. Die Bankmitarbeiter sehen das und bestellen ein Kanalbauunternehmen. Ich wurde hierher gerufen, weil Pflastersteine abgesackt waren. Und somit haben wir versucht, ein Leck in der Rohrleitung zu finden, wo wir nicht ausschließen konnten, dass das Erdreich irgendwo in der Kanalisation landet. Mit Kleinbaggern heben Manfred und Thorsten die Erde aus. Dabei stoßen sie auf einen Holzboden. Darunter befindet sich der Tunnel. Fertig für den Bankraub. Ich habe erstmal nach Kameras geguckt, ob das irgendwo versteckte Kamera ist oder ich dachte, jetzt bin ich bei XY, weil das so komisch aussah. Sofort wird die Polizei alarmiert, der Tatort wird mit einem weißen Zelt abgesichert. Also es gibt verschiedene Dinge, die der oder die Täter dort zurückgelassen haben. Und wir erhoffen uns da zum einen mit den klassischen kriminalpolizeilichen Methoden, Spuren zu finden, möglicherweise auch serologische Spuren. Wenn in so einem beengten Raum Leute längere Zeit arbeiten, dann gehe ich davon aus, dass die dort Spuren hinterlassen. Die Kripo Herford hat die Ermittlungen übernommen. Der Tatort wird nach Spuren untersucht. Hinweise, wie viele Tatverdächtige daran beteiligt sind, gibt es bislang nicht. Allerdings geht die Polizei aufgrund der Fakten von mehreren Tätern aus. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.